Hey, Hübsche, ich kann dich sehen. Widerlich. Na ja, wenigstens hab ich dich. Geronimo! Endlich kann ich's tun. Lalala. Wow! Die Wissenschaft kann man nicht einsperren. Oh, Schreck! Schon wieder? Der Knast hat mir nichts beigebracht. Gut gemacht. Das haben wir gar nicht bemerkt. Das soll ich dir heim. Gib mir deine Koje. Mama, noch eine Minute. Warte, was? Hör sofort auf damit! Okay, ich hab aufgehört. Aber es war gerade noch hier. Hör auf meinem Klopapier rumzukritzeln. Papier für Papier, Bruder. Ich werde hier abhauen. Du bleibst hier, Muskelprotz. Wenn ich bleibe, bleibst du auch, du Nerds. Keine Bewegung. Du hast den Schaum noch nicht aus den Gefängnisklos rausgeholt. Du entkommst mir nicht. Die Macht der Bücher. Wenn du fliehen willst, musst du mit mir fliehen. Schon wieder, hä? Das war der letzte. Kein Donut, keine Flucht. Meine schönen Muskeln werden uns einen neuen besorgen. Nicht wie es geplant hatte, aber es hat geklappt. Pass auf! Dieses Ding ist stärker als Goethes Faust. Ich spüre unglaubliche Kraft. Der Gefängnisexpress in die Freiheit. Steig ein! Hey, sag mal, wie landen wir? Upsi! Fluchtplan. Ich hoffe, der Nerd hat bald einen neuen Plan.
Reisepass, bitte. Hallo, eine Sekunde. Wo hab ich? Oh, wow. Lisa. Warte, Piero, ich bin gerade beschäftigt. Ach. Aber Lisa, unsere Pässe. Ich weiß, die suche ich ja gerade. Guck mal da. Lass mich in Ruhe, ich löse das Problem schon. Aber es gibt gar kein Problem. Na egal, hier sind sie, bitte. Sie können weitergehen. Legen Sie Ihr Gepäck auf das Band. Okidoki. Sie auch. Piero? Ich bin fertig. Wie wär's mir zu helfen? Hoffe, mit meinen Sachen ist alles okay. Moment, Moment, Moment. Bitte, bitte, lass alles gut sein. Das muss ich mir genauer ansehen. Meine Bürste, Kopfhörer, eine Pistole. Ich muss sie aufhalten. Was ist los? Öffnen Sie Ihren Koffer. Sofort. Okay, okay. Ist es wegen der Banane? Nein. Dann vielleicht mein Bumerang. Definitiv nicht. Was denn dann? Der? Nicht schießen! Werd ich nicht, werd ich nicht. Warum ist der Föhn ein Problem? Ups, der sieht aus wie eine Pistole. Ja gut, Sie dürfen gehen. Danke. Endlich. Was? Gehen wir. Was ist los? Ich bin nur ein bisschen aufgeregt. Die hilft gegen deine Aufregung. Hier, atme in diese Tüte. Heben wir jetzt ab? Piero, beruhig dich. Wir fliegen schon. Guck. Ups. Oh, wow. Guck dir das an. Du wirst nicht überleben, wenn du damit nicht sofort aufhörst. Sorry, sorry. Oh, ich muss aufs Klo. Oh nein. Halte durch, Piero. Sei stark. Hurra. Autsch! Hey, Mann! Muss ich den wirklich drücken? Wenn ich den drücke, werde ich reingezogen und falle aus dem Flugzeug. Komm schon, du schaffst das. Puh, das war echt knapp. Puh. Was machen Sie hier? Ich ruhe mich nur aus. Ja? Geht's dir gut? Wir sind gleich da. Ah, siehst du? Zeit, sich anzuschnallen. Wie schön. Piero, guck, ich glaube, unser Flugzeug fällt auseinander. Überzeug dich selbst. Siehst du? Oh, oh. Erst wird ein Flügel abgerissen. Und dann der andere. Das Flugzeug wird in der Luft auseinanderbrechen. Und wir werden abstürzen. Direkt ins Meer zu den Haien. Wieder auf der Erde. Gehen wir, Lisa. Oh, was ist hier los?
Zu weit weg. Wird schon nichts Schlimmes passieren. Jetzt ist alles sauber. Wer war das? Das wirst du mir büßen. Wow, ich hab einen. Der Fisch ist ja riesig. Du vermüllst ja alles. Was? Hallo. Was hat er getan? Hat Müll ins Meer geworfen. Was? Das mache ich nie wieder. Lebenslange Freiheitsstrafe. Die ist wieder nass. Dann auf die altmodische Art. Autsch! Okay, so geht's. Blöder Helm! Oh, armes Früchtchen. Trink was. Ekelhaft. Ich danke dir. Was zum... Ist doch lächerlich. Schon besser. Wo ist der Schnurrbart? Was ist hier los? Ein lebender Schnurrbart! Mein Junge, wo bist du? Hey! Mein Haustier! Mach das sauber. Langsam wird's seltsam. Ich weiß. Piro! Piro! Ich werde ihn retten. Ist ja ekelhaft. Fertig. Ich brauch noch mehr. Du darfst keinen Fisch essen. Gar nicht so übel. Hey,
eine Nachricht für dich. Oh, oh. Morgen früh werde ich dich retten. Meine geliebte Lisa. Würmer, Würmer, Würmer. Danke dir. Oh. Mach's gut. Tschüss. Danke, dass du mich gerettet hast. Hey du, hol deinen Müll da raus. Auf keinen Fall. Okay, okay.